Hey Leute, ich bin wieder Drache, Charo mit LP hinten dran und ihr verantwortet mit Let's Play Spyro. Year of the Dragon in der Reignited Trilogy. Letztes Mal sind wir hier angekommen und haben das Spiel gestartet und so. Und heute geht's zuerst mal zu Sheelas Alm. So. Und ich freue mich, weil Sheela ist ein sehr cooler Charakter und Sheelas Alm ist ein sehr cooles Level. Und allgemein halt Spyro 3. Oh. Ach ja. Nochmal danke, Spyro. Jetzt muss ich herausfinden, was die böse Zauberin mit meiner Heimat gemacht hat. Ihre Taille ist... Die ist so dünn. Hi, Sheela. Während du weg warst, haben uns Rinox aus unseren Häusern vertrieben. Aber keine Bange. Bobby, Pete und ich haben einen Plan, um sie zurückzuerobern. Oh, sorry, aber sie haben die drei Bergziegen. Die haben sie so richtig gut hingekriegt. Guckt euch dann mal an. Man meint, man sieht, okay, das ist quasi die gleiche Rasse. Aber nicht nur ihre Outfits haben andere Farben und so, sondern auch ihre Hörner sind anders und die Bärte und so. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Also richtig schön. Und dass sie die Animation auch dabei drin gelassen haben. Na, was bist du denn? Das bin ich um 8 Uhr morgens in der Uni. So gucke ich auch rein, denk mir so. GG. Ich meine, es sieht halt von hinten richtig seltsam aus, I'm sorry. Und von der Seite sieht es am schlimmsten aus. Es ist halt... Ich liebe die Haare, ich liebe, dass sie immer noch ein bisschen tomboyisch aussieht, aber like... Die Taille, wo ist die Taille hin? Also sie steuert sich halt sehr cool. Also immer noch schön. Oh, unser erster Rinox. Rinox, ich hab die englische... Sprache. Mit der Memory. Natürlich wieder die Musik ist super und guck dich an, wie hübsch das hier einfach ist. Na du? Mit deinem Doppelsprung kannst du auch steile Klippen wie diese erklimmen. Drücke Sprung einmal und dann nochmal, wenn du wieder auf dem Boden aufkommst. Für einen Doppelsprung. Sobald du das gemeistert hast, kannst du alles erreichen. Ja, springen genau bei der Landung nochmal für einen Doppelsprung. Ich liebe die Hörner von den Bergziegen. Haben sie richtig, richtig gut hingekriegt. Richtig, richtig schön. Boings. Und die Animationen sind schön. Ach, mich der Soundeffekt von ihrem Laufen ein bisschen nervt. Langeweile, aber hey. Na? Ah, endlich wieder zu Hause. Hier, ich wollte Omelette daraus machen, aber du kannst es besser gebrauchen. Hey, Ruby. Ich finde es so schön, dass sie dieses am Bart ziehen drin gelassen haben. Boings. Richtig, richtig schön animiert. Ich liebe so kleine Details. Oh, guck dich mal an, wie cool die Höhle aussieht. Sagt ihr mir, warum ihr Beef mit dem Elch habt? Als wir das letzte Mal an diesem Elch vorbei wollten, hat er Billy durch eine Wand gehauen. Also warten wir hier, bis du mit ihm fertig bist. Hat der Billy direkt durch eine Wand gehauen. Oh mein Gott, der hat sogar einen Hut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will die Konzeptkunst von diesem Elch sehen. Der hatte einen Hut. Wie cool. Boings. Da ist noch... Oh, die Elche sehen aber richtig geil aus. Hast du einen Pullover an? Ich trete viel zu früh. Der hat einen Pullover an. Wie gut ist das denn? Oh, die verpuffen leider so schnell. Na, komm. Come on. Lassen wir das. So. Gut. Bluff. Jetzt muss ich dich leider umnieten. I am sorry. Sagt dir noch was? Der nächste Kerl ist ein Feigling. Mach ihn fertig. Wir geben dir Deckung.
Ja, ihr gebt mir Deckung. Ah, die Rhinox haben sie halt ruhig. Also, ich werde noch ein paar Rhinoxe sehen, wo man sich aber sagen muss, hey, das ist halt richtig cool designt. So, blub. Das ist eins zu eins das gleiche Geräusch und ich liebe es. Wie früher. Okay, das macht kein lustiges Geräusch mehr. Schade eigentlich. So. An sich ist Sheilas Design richtig cool, aber... Na? Keine Sorge, ich trete weiter gegen diesen Stein, bis er zerbricht. Mit deinen kleinen Hüfchen wird das ewig dauern. So macht man das. Hey, Sheila, Lust auf einen Streich? Nimm dieses Ei und wirf es auf Billys Haus, okay? Ich muss mich an ihm rächen, weil er mich von der Klippe gestoßen hat. Warum machst du es nicht gleich? Jenny! Ich meine, ich liebe... Das war irgendwie knuffig. Ich liebe Sheilas Beine, wie sie gemacht haben. Die sehen richtig cool aus. Hätten sie einfach ihr nur eine etwas breitere Taille gegeben, ne? Hätte ich einfach no qualms. Fände ich das dann richtig, richtig gut. Werde ich jemals das zum echten richtig timen? Nein, werde ich nicht. So. Na? Was ist los? Die Rhinoxe sind an der Macht. Wir müssen ihre Hütten platt machen, um sie aufzuhalten. Aber sie sind so groß, um sie mit deinem Trittangriff zu zertrampeln. Probier's mit deinem Stampfangriff. Ich lenke die Rhinoxe durch Spotten ab, während du ihre Hütten zertrampelst. Okay? Du weißt doch noch, wie man stampft, oder? Spring hoch und drück in der Luft Aktion. Okay, komm. Das ist kein Spotten, das sieht süß aus. Da haben sie so ein richtig, richtig nerviges Geräusch dabei gemacht. Und so. Nieder mit den Rhinoxen! Die Hütten sind mega süß. Fluff. Na? Ich wollte, dass ein Känguru eure Hütten zertrampelt. Solltet ihr sie kängurusicherer bauen? So. Jetzt nochmal die ganzen... Komm her. Ganzen Rhinoxe platt machen. Boing. Boing. Die dritte. Das ist halt. Ein bisschen schwieriger. Früher war das einfacher, weil das irgendwie gefühlt weiterging. Wahrscheinlich habe ich nur das Gefühl. So. Ah. Sparks. Was soll das? Warum nimmst du den Edelstein nicht mit? Ich meine, klar, ich kann ja auch selbst einsammeln, aber es ist ja Sparks Aufgabe für mich, Edelsteine einzusammeln. So, jetzt aber. Jetzt hab ich's raus. Gut. Ist mein kleiner Freund. Ich frage mich aber, was Spyro in der Zwischenzeit macht, wenn Sparks und die anderen weg sind. Liest er ein Magazin? Denkt er sich einfach so, cool, endlich mal frei? So. Oh mein Gott, guck dich mal an. Da oben ist so eine Ziegenstatue. Also Schnitzerei. Wie cool. Sie haben die Welt da wirklich schön gemacht. Das muss man ihnen halt wirklich lassen. Ach je. Richtig, richtig hübsch. Ich glaube, ich habe auch alle Schätze eingesammelt, die ich einsammeln konnte. Sparks, wir haben gerade darüber geredet, ja? So. Na, sagst du noch was, Zoe? Wenn du vergisst, wie du einen Charakter oder ein Fahrzeug steuerst, ruf das Pause-Menü auf und wähle Steuerung. Danke, Zoe. Danke für die Hilfe, Sheila. Nimm dieses Ei, das ich in meinem Haus gefunden habe. Ja, Nan. Die Rhinox haben die Eier wirklich gut versteckt. Alrighty. Hause. So. Was ist denn das Level, auf was ihr euch jetzt hier im dritten Teil auf was ihr euch am meisten freut oder was euch die größte Freude bereitet? Also für mich ist es natürlich die Heimatwelt, Mitternachtsberg. Das ist richtig cool. Und leveltechnisch
freue ich mich sehr auf... Was denn? Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Das ist denn so ein schönes Level, was ich mega toll finde. Oh, nicht durch das Tor. Na? Ach, ich habe schon mit ihm geredet. Charo hat wieder Edelsteine übersehen. Ein Fünfer irgendwo. Ein Wasser drin. Also das erste Level, das mir natürlich einfällt, ist Villa Sonne. Und das zweite ist... Was ist hier drin, Sparks? Scheint nicht der Fall zu sein. Ne, das ist irgendwo unten. Ist... wie heißt das Level schon wieder? Das andere Level mit dem Skateboarden. Die Zaubertürme. Da freue ich mich schon sehr. Da ist ja drauf. Oh, da ist es. Wäre es ein Spyro-Teil von mir, wenn wir nicht nach irgendwelchen verlorenen Edelsteinen suchen würden? Die Höhle haben sie auch richtig schön gemacht. So. Ich meine, ich freue mich halt generell auf alle Level, aber auf gewisse Level halt noch einen kleinen Ticken mehr. Weil ich es einfach cool finde und ich liebe das Skateboarden. So, nach Hause. Das sieht gar nicht komisch aus. Gut, haben wir unsere Kasse ein bisschen gefüllt und nun geht's nach Villa Sonne. Was sind denn sonst so Level, wo ich einfach sagen muss, die sind cool? Es gibt so viele Level, die sind richtig cool. Ja gut, wir sehen das dann, wir sehen das dann. So, das erste reguläre Level, was wir besuchen. So, und ich mache natürlich Sheilas Welt, also ich mache immer die Welt von einem neuen Charakter zuerst, damit ich dann nicht backtracken muss. Weil wir werden sowieso viel backtracken müssen. Und ich will das an sich minimieren. Und ich finde die Welten von den Charakteren halt allesamt richtig cool. Ergo ist es meistens der erste Schritt, den man so unternimmt. Ach ja. So. Flop. Ach, die Musik ist natürlich richtig cool. Die Tulpen sind wieder da. Wir können mit... Oh yeah! Kannst du uns helfen? Horden wilder Rhinox haben unsere Stadt überrannt und den Bürgermeister entführt. Okay, that just gave me severe whiplash. George. Redest du immer noch über... Bist du eine Drache? Ich fass es nicht, dass es euch wirklich gibt. Hat irgendeiner von denen nicht... Möchtest du eine Hühnchen-Sandwich? Die sind lecker. Genau. Der, mit der über seine Hühnchen-Sandwiches geredet hat. Die ersten Rhinoxe sind natürlich richtig billig, aber halt, ich finde die Designs halt cool. Flupp! Also macht richtig einen auf Macker und dann sieht er den Drachen und denkt so, oh nein! Na du? Lass mich nur wieder zu Atem kommen und dann mache ich den Kerl fertig. Ja, Bürger Paulus, das glaube ich dir. Na? Den beiden haben wir es gezeigt. Wenn sie nicht in der Überzahl gewesen wären, hätte ich sie schon lange erledigt. Natürlich. Ach ja. Ich muss sagen, die Designs erinnern mich ein bisschen an wie hieß das Spiel? Good and Evil? Hieß es einfach Good and Evil? Wo man halt Gott war, oder ein Gott war und ein Haustier hatte. Ich habe mir natürlich immer den Wolf genommen, man hat dann auch den Löwen. Irgendwie erinnern mich die an den Löwen. Also ein Haustier, das war quasi hier der Gesandte, aber keine Ahnung mehr. Das war schon irgendwie ein bisschen seltsames Spiel. So, flupp. Flupp. Also es war cool. Das haben sie so schön gemacht. Diese Wassertextur. Flupp.
Am liebsten würde ich das essen wollen. Keine Ahnung, sieht so lecker aus. Das zeugt doch nur von gutem Design, ne? Wenn man irgendwas essen will. Alrighty. Und was mich halt immer hungrig gemacht hat früher, noch diese Typen mit ihren Hähnchenkeulen. Dieser Rhinox ist zu groß zum Stürmen. Du kannst ihn mit Hilfe von Angriff rösten. Ich meine, guckt euch mal an, wie cool das Design von denen ist. Ich liebe diese Zähne. Das haben sie richtig cool gemacht. Und oh, ich krieg da direkt Hunger. Hab mal richtig Bock auf so ein lecker Hähnchen vom Grill. Ha, aber leider habe ich kein lecker Hähnchen vom Grill, welches ich mir gönnen könnte. Habe ich denn überhaupt irgendwas richtig Geiles, was ich mir machen könnte zum Essen? Ich überlege gerade. Ich glaube, ich muss nach der Aufnahmesession ein bisschen gucken, was so bei uns zu Hause rumliegt. I'm sorry, aber... Guck dir mal den da hinten an, wie der sich einfach gönnt. Richtig cool. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck dir mal die Animation an. Wie richtig das Fett einfach richtig wegflutscht. Pluff. Wie cool. Das haben sie wirklich gut gemacht. Weg mit dir. Tschüss. So, das erste Ei hier heißt Vanessa. Kleiner Drache. So. Gut. Dann können wir natürlich in die Richtung. Ah, da habe ich noch was vergessen. Kann ich es nur wagen, Dinge zu vergessen? Die haben das so schön gemacht. Die haben das wirklich schön gemacht. Ja, Villa-Sonne ist halt ein wirklich cooles Level. Das werden wir natürlich nicht in dieser Episode komplettieren können, weil es kommt ja auch der Teil mit Sheila und der Teil mit dem Skateboarden. Aber dafür wird beim nächsten Mal... Oh, ich freue mich mal nächstes Mal, wenn wir skateboarden. Hi Spyro. Immer wenn dir eine Fee so einen Funken verpasst, bedeutet das, dass dein Fortschritt gespeichert wurde. Hast du Ärger, kehrst du zum letzten Funken zurück. Ja, ne? Hast du Ärger? Ach, guck dir mal an, wie cool sie das gemacht haben. Das sieht so schön aus. Richtig, richtig hübsch. Kommt jetzt der Typ, der das Riesenhuhn hupft. Oh mein Gott, das Huhn sieht so richtig, richtig chonky aus. Wie gut. Oh, das arme Hühnchen. Aber schön, dass sie, ich finde es so schön, dass sie gewisse Details da wirklich übernommen haben. Konnte man nicht tatsächlich im zweiten Teil das Hühnchen irgendwie retten? Also, im zweiten Teil. Kamera? Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Okay. Bisschen buggy, ne? Oder ich habe einfach die Macht, wenn ich aufnehme, die Spiele mal zum Buggen zu bringen. Würde mich nicht wundern. Wäre auch nicht das erste Mal. Ich meine, Raptor und so, die tiefposenden Erdformer. Danke für die Rettung unserer Stadt. Als Bürgermeister belohne ich dich mit einem unserer berühmten Riesenhühnereier. Sanders. Tut mir leid, das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Das war auch kein Huhn. Das war ein Drache. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, was bei den Babydrachen passiert ist. Wahrscheinlich einfach keine Zeit mehr. Aber das ist halt, ne? Nicht so gut. Gut. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal machen wir das Skateboarden zum Schluss. Ich renne jetzt nochmal schnell.
Ja, da habe ich noch was liegen lassen. Ich will eigentlich die Overworld vorerst fertig dingseln. Muss ja noch irgendwo hinfliegen. Und dann werden wir beim nächsten Mal den China-Teil machen und dahin. Und das Skateboarden. Weil das liebe ich. Sie haben es sogar geschafft, das Skateboarden gegen die Yetis ganz am Schluss angenehm zu machen. Und wer das Original-Let's Play damals vor 7 oder so Jahren geguckt hat, der weiß, wie schwer ich mir damals tat. Das war halt richtig, richtig bitter. So, jetzt sollten wir eigentlich auch den Knackpunkt haben, oder? Ja, sehr gut. Miles. Schön. Alrighty, Leute. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Also, nein, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.